So, servus Leute, was geht ab und willkommen zum weiteren Video von mir hier. Ihr seht schon, ganz komisches Umfeld. Wir sind gerade bei MotoCrump und stehen auch schon in den heiligen Hallen. Hinter mir wird schon fleißig gedrückt. Irgendwas für Ducati. Und hier hinter mir, das ist wirklich geil zu sehen. Hier liegt ja schon mein Design, sehe ich gerade. Hier liegt eine Cover, sogar mit meiner Startnummer, ganz zufällig. Hier liegen noch ein paar MX-Dekore. Und wie ihr im Titel schon unschwer erkennen könnt, ich bekomme eine neue Folierung für mein Racebike. Nico sitzt schon vor mir, ich weiß nicht, die einen oder anderen werden Nico wahrscheinlich auch noch kennen. Von den allerersten Folgen. Guten Tag. Guten Tag. Ja, und der ist schon fleißig dabei. Das wird heute so eine Eintagesaktion. Ich bin runtergefahren und sie machen ganz spontan für Reka quasi jetzt noch neues Dekor drauf. Es muss immer schnell gehen. Und da steht das gute Stück jetzt in schwarz. Ihr seht schon ein paar Akzente bzw. mal was ganz Neues. Bin hier mit gelb, rot, schwarz am Start. Also es wird ein bisschen was Neues geben. Und die Verkleidung ist jetzt natürlich alles noch komplett in schwarz. Hier, das ist der Tank. Da kommt dann natürlich eine Tankhaube drüber. Bis jetzt. Oh. Ich habe voll gestoßen, Alter. Der Chef höchstpersönlich. Felix, ich muss ja gerade schon mal sagen, kleiner geworden. Größer. Wir haben ja, wie lange war das her, als wir in deiner kleinen Bude da geschraubt haben, beziehungsweise foliert haben? So 2,5 Jahre. War das nicht sogar schon länger her, nee. Die Suzuki? Ja stimmt, Suzuki, nee, das muss ja sein. 2,5 Jahre haben wir die Suzuki in so einem Chrom-Design gemacht, ich kann da kurz mal das einblenden. Und das war auf jeden Fall auch eine richtig wilde Aktion. Wir haben, glaube ich, irgendwie 2 Tage, ihr habt euer erstes Motorrad foliert zu der Zeit. Hat eigentlich echt ganz gut geklappt eigentlich, oder? Jetzt habt ihr ein riesen Aufgebot hier. Ihr habt so viele Maschinen, ihr könnt eigentlich alles drucken, ihr könnt alles machen. Ihr seid eigentlich vom Motorrad, hier steht ein Range Rover, sehe ich gerade. Ganz viel Motorräder. Hier hinten werden auch noch, hier ein Motorrad, hier hinten wird noch Motorrad foliert. Hier steht meine, hier hinten steht noch eine Ducati. Also ihr seid gut aufgestellt, oder? Was? Hier, grüß dich erstmal. Was machst du hier? Wir haben gerade schon gesagt, das ist jetzt für eine 125er Yamaha, machst du quasi den... Das Template dafür, das heißt die Vorlage, die Schnittvorlage und die Gestaltungsvorlage der einzelnen Bauteile, die ja teilweise in einem Stück oder in mehreren Einzelteilen geklebt werden. Und da bleibt dann nichts anderes als abzuzeichnen. Und dann erstellen wir jetzt hier quasi die einzelnen Segmente, die werden dann digitalisiert und dienen später als Grundlage für das Design und auch für das Verkleben nachher. Und was man auch dazu sagen muss, es geht natürlich dahin, dass quasi der Kunde selber das Dekor beklebt, ganz oder? Genau. Das ist keine Teile, keine Vollfolierung, sondern das ist wirklich dann Bauteil. Für die einzelnen Bauteile gibt es einzelne Zuschnitte und die dann exakt dann vom Kunden dahin geklebt werden können, wo sie hin müssen, mit Ausschnitten von Bohrungen, von Lochungen etc. Und dann kann der Kunde das relativ einfach selbst machen. Wie lange brauchst du ungefähr noch, Nico? Das komplette Motorrad, ich habe es gerade erst angefangen, so 4, 4,5 Stunden. 4, 4,5 Stunden, das hört sich doch gut an, weil ich muss auch noch gerade mein Citroën, da kommt eine neue Scheibe rein, also ich habe ein bisschen was vor, beziehungsweise habe auch noch mein Pitbike dabei gehabt. Pitbike lief hier unrund, habt ihr wahrscheinlich auch gesehen, die einen oder anderen. Habe ich auch beim Kollegen von 50 jetzt gerade und der kümmert sich darum. Also ich habe ein bisschen was hier vor heute, aber es soll heute hauptsächlich natürlich um die neue Folierung bzw. das neue Design von meinem Racebike gehen. Deswegen würde ich sagen, wir switchen einfach mal vor und dann geht's auch schon zum Bikeport. Thank you.
So, zu guter Letzt gibt es ein kleines Schlusswort. Ging ja doch relativ schnell von beim Motocrump bekleben bis hin zum Bikeporn. Dann sind wir wieder, wie ihr unschwer erkennen könnt, hier in Hamburg. Ich wollte noch kurz was bisschen dazu sagen. Wie ihr sehen könnt, wir haben jetzt endlich Carbonfelgen von ThyssenKrupp. Richtig geil. Für den einen oder anderen ist es schon aufgefallen. In Instagram habe ich die ja schon quasi gezeigt und revealed. Mittlerweile sind sie auf dem Bike und auch schon frische neue Slicks draufgezogen. Schaut immer wieder mega edel aus. Zu den ganzen Carbonfelgen bzw. auch zu den Bremsscheiben, die von Geifer draufgekommen sind, da werde ich aber nochmal ein separates Video machen, beziehungsweise ich bin jetzt bei den Reka, sprich, da könnt ihr euch auf was gefasst machen. Die werde ich auf jeden Fall ausgiebig testen und dann nochmal einen schönen quasi Testbericht euch dann dazu noch mitgeben. Hier haben wir noch Sinterbeläge verbaut und haben hier graue Domino-Griffe. Zum Design, ich habe irgendwie gemerkt, ich habe überhaupt nicht mein Meldes-Logo mehr drauf gemacht, aber dafür habe ich das hier nochmal. Könnt ihr ja nochmal sehen, ich habe ja, ich habe mich so ein bisschen an meinen alten Farben orientiert. Sprich Weiß, Gold, Schwarz und Rot. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, habe ich diese Farben gewählt. Ich habe ein bisschen was gewagt mit Gelb. Gelb haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Aber irgendwie fand ich es ganz nice, so diese Mischung. Habe unten noch meine Sponsoren, die 55. Und würde sagen, im Großen und Ganzen ist es eine runde Sache. Ich würde aber mal sagen, ihr schreibt mir in die Kommentare, wie gefällt euch der Bikeporn? Wie gefällt euch die neue Verkleidung? Was sagt ihr zu Carbonfelgen? Meint ihr, das braucht, oder sagt ihr lieber, ach nee, ich komme auch mit meinem Standardzeug zurecht? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Schreibt es mir in die Kommentare, was ihr vom Design haltet. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Peace.